Hallo, heute geht es um die Leistungspentode PL519. Diese wurde hauptsächlich eingesetzt in der Horizontalablenkung für Farbfernseher und wurde später auch entdeckt als Röhre für NF-Verstärker, weil sie einen günstigen Frequenzgang für diesen Einsatz hat und auch aufgrund ihrer hohen Leistung am Anodenstrom. Aber wie gesagt, die NF-Verstärkung ist mehr ein Nebenaspekt. Hauptsächlich eingesetzt wurde sie, wie gesagt, in der Horizontalablenkung für Farbfernseher. Dieses Video hat gleich noch ein Special, nämlich die Reparatur meines Neubergers. Das wurde on the fly als Subvideo integriert, weil das Problem mit dem FI-Schalter hat sich jetzt geklärt. Es war wirklich das Heizpulli. Und näheres gleich im Video. Bei ungefähr, wenn das Gelaber hier fertig ist, so ungefähr nach 7 Minuten kommt den Neuberger Teil. Wie gesagt, ich vergleiche jetzt eine PL 519, die sehr neuwertig ist, nämlich diese hier von Tungsram, mit einer PL 519, die schon stark genutzt war, nämlich von ITT Lorenz. Kurz die Zusammenfassung: Es ist ein Magnoval-Sockel, neunpolig. Die PL519 ist für Serienheizung ausgelegt bei 0,3 Ampere, also 300 Milliampere. Kurz zum Datenblatt. Die Heizspannung ist ungefähr 40 Volt, wobei die Heizspannung bei seriengeheizten Röhren nur die zweite Reihe belegt, weil der Heizstrom ist wichtig und der ist mit 300 mA normiert, wie für alle P-Röhren. Klammer auf, Ausnahmen gibt es immer, Klammer zu. Und ob es war jetzt einer zu viel. Das war gerade ungünstig. Nehmen wir mal die PL519. Aufgrund der hohen Leistung sind alle Steuergitter mit zwei Stiften belegt. Da komme ich gleich zu. Ich prüfe die PL519 als Triode. Also Anode und Gitter 2 haben dieselbe Betriebsspannung. Und ich habe gewählt den Bereich bei 160 Volt und eine Gitterspannung ungefähr von minus 28 Volt. Da sollte ein Anodenstrom von 200 Milliampere fließen. Das war die Brillen auf. Das ist die minus 30 Volt Linie. Und wie gesagt, die endet knapp vor der der 200 Milliampere Grenze und ich sag mal so irgendwo minus 28 Volt wären dann die 200 Milliampere und das werden wir gleich prüfen. Die Röhre kann, wie gesagt, kurzfristig sehr hohe Ströme liefern, aufgrund der Nutzung als Horizontalablenkung. Und das hat auch in der Konsequenz, dass diese Röhre als Magnovalröhre ausgelegt worden ist mit entsprechenden dicken Sockel. Das ist die Röhre, die erste, die wir testen werden. Das ist eine Tungsram. Sie sieht sehr neuwertig aus. Spoiler, sie ist nicht 100% neuwertig, aber sie ist noch in guter optischer Verfassung. Was fällt sofort aus? Die großen Kühlfahnen für das Steuergitter, weil das natürlich sehr stark belastet wird. Die Röhre an sich wird auch sehr heiß, also die Kühlfahnen sind hauptsächlich
für die Radiationskühlung. Hoppla. Auch fällt auf der große Anodenkäfig, das Zirkoniumgitter. Und die relativ dicke Klimascheibe, die das System hält. Die PL519 hat auch einen Silberstreifen am Sockel, um die Röhre elektrisch zu erden. Das ist eine Seitenansicht. Man sieht Grobmotoriker. Man sieht den Käfig, die PL512 ist eine sogenannte Strahlbündelpentode. Also das dritte Gitter, das Bremsgitter, ist als Kasten ausgelegt, also der gestanzt ist und lässt praktisch nur einen kleinen Streifen übrig, der den Blick freigibt, das heißt den Blick, den Weg zur Kathode, von der Kathode zur Anode. Und der Rest ist, wie gesagt, in diesen Kasten eingehüllt. Und das System ist leider sehr schwer zu fotografieren, da es halt komplett eingebaut ist. Man sieht aber hier, wie gesagt, das erste und das zweite Gitter. Hier unten ist noch das dritte Gitter zu sehen, also das Bremsgitter. Wobei es in diesem Fall kein Gitter ist, sondern wie gesagt ein Blech. Hier sieht man auch nochmal den relativ großen Magnovalsockel. Das ist die andere Seite, hier auch mit Zirkoniumgitter. Das ist eine Großaufnahme der Kühlfahnen für die Steuergitter. Das ist eine Seitenansicht. Man sieht, dass der Stab aus Kupfer ist für das erste Gitter, um halt die Wärme abzuleiten. Es war sehr schwierig, das System von innen zu fotografieren. Was das Schwierige ist, war fast unmöglich. Hier nochmal eine Durchsicht durch die Gitter. Hier sieht man die kupfernen Stäbe, die das erste Steuergitter halten. Hier eine Detailansicht des Anodenblechs. Das ist wie gesagt mit Graphit beschichtet, um eine bessere Radiationskühlung, also Oberfläche, zu gewährleisten. Und man sieht hier auch die ausgestanzten Schlitze für das Gitter, also das Bremsgitter. Dass man versucht, das System von innen zu fotografieren. Das ist jetzt der Boden und die Verbindung vom Sockel zum System selbst. Man sieht auch den Pressteller und die eingeschmolzenen Drähte.
Hier nochmal eine Detailaufnahme vom Silberstreifen. Es ist zwar kein Silberstreifen am Horizont. Das ist die Kappe. Die Anode ist über eine externe Kappe rausgeführt. Und noch eine Detailaufnahme vom Magnovalsockel. Und man sieht auch ein bisschen relativ dicken Boden, weil die Röhre ist wie gesagt schwer und muss thermisch einiges aushalten. Woran sieht man, dass die Röhre noch relativ selten benutzt wurde? Ups, ups, das hier. Man sieht es ganz einfach daran, dass der Glaskolben noch Glaskolben ist, also keine braunen Verfärbungen hat. Diese braunen Verfärbungen sind nämlich nichts anderes als Bleikristalle. Das hier ist es eine stark benutzte Röhre. Und man sieht diese braunen Verfärbungen. Diese braunen Verfärbungen sind Blei. Das Glas ist kein normales Fensterglas, sondern Bleiglas. Und durch die starke Elektronenbeschuss in der Röhre, also bei Leistungsröhren, fangen die Bleikristalle an, sich zu rekristallisieren und bilden diesen braunen Schleier. Der ist besonders typisch für Leistungsröhren aus dem Fernsehbereich, weil diese mit sehr hohen Spannungen arbeiten und meistens auch gegen Röntgenstrahlung geschirmt sind, weil sie halt auch weiche Röntgenstrahlung emittieren. Da die Beschleunigungsspannung meistens sehr hoch ist, also im höheren Voltbereich. Und somit emittieren die halt, wie gesagt, weiche Röntgenstrahlung. Das ist das Ganze von der Seite. Wie gesagt, diese Röhre ist von ITT Lorenz. Man sieht auch nochmal die relativ große Kühlfahne für die Steuergitter und den Bleischleier. Hier ist auch schön zu sehen, wie das Ganze auskristallisiert. Die Röhre wird wie gesagt sehr heiß und das hier ist kein Blei, sondern das ist irgendein Kunststoff, der in der Röhre angeschmolzen ist. Hier ist wieder nochmal die Bleistruktur schön zu sehen, also die Kristallstruktur. Das war eine Detailaufnahme der Kühlfahne für das Steuergitter. Alle Bilder sind natürlich auch wie immer auf der Webseite. Der Link ist entsprechend in der Videobeschreibung. Hier konnte ich das System ein bisschen besser fotografieren. Man sieht, wie gesagt, hier die Haltestege und das erste und das zweite Steuergitter. Auch hier ist die Anode graphitisiert zur besseren Radiationskühlung, somit wird die Oberfläche vergrößert.
Genau, man versucht es, den Kasten zu fotografieren. Es ist ein bisschen unscharf geworden. Jetzt sieht man noch mal schön die Bleistruktur, also der Kristalle. Die Montage im System. Und nochmal die Kühlbleche für die Steuergitter und die Kappe. Was ich vorhin vergessen habe, ist natürlich das Wichtigste: Wie sieht die Röhre im Betrieb aus? Ist wie immer ein bisschen schwierig mit dem Fotografieren, weil der Fokus nicht gescheit läuft. Mit Hilfslicht ist es ein bisschen besser. Im geheizten Zustand sieht man, wie gesagt, ein bisschen besser die Steuergitter. Und bei der Seitenansicht gut, das waren jetzt die Bilder zur PL519 und jetzt gehen wir mal zum Vergleich der beiden gezeigten Röhren, wie sich die neuwertige Röhre gegenüber der stark gebrauchten Röhre schlägt. So, guten Morgen zur morgendlichen Röhrenstunde. Es ist 6:51 Uhr am 10.8. Wir beginnen mit der Gegenüberstellung der wohl neuwertigen und der gebrauchten PL519. Wir beginnen mit der neuwertigen. Die PL519 ist ausgelegt für Horizontalablenkungen im Farbfernsehern. Insofern gehört sie zur P-Serie für 300 mA Heizstrom in Serie bei einer Heizspannung von ungefähr 40 Volt, wobei die Heizspannung hier nebensächlich ist. Es geht darum, dass der Heizstrom eingehalten wird. Als Fernsehröhre hat sie einen Magnovalsockel, also gehört zu den dicken Dingern, wie ein Sänger in den 90er Jahren der Werbung so schön gesagt hat. Der Haupteinsatzsektor ist, wie gesagt, die Horizontalablenkung, Entschuldigung, und findige Bastler haben diese Röhre auch für NF-Verstärker entdeckt, beziehungsweise den Schwestertyp, die EL519, da diese Röhre einen sehr hohen Kathodenstrom liefern kann, den Anodenstrom. Und aufgrund ihres Frequenzgangs hat auch für den NF-Bereich sehr gut geeignet ist. Es gibt kein Datenblatt zum Neuberger. Das heißt, wir machen das Ganze wie üblich Freestyle und fangen an mit der Beschaltung des Kreuzverteilers. Als Magnovalröhre ist die Heizung typischerweise identisch wie mit der Novalröhre, also Stift 4 und Stift 5. Die restliche Beschaltung ist natürlich wie immer Modus V für eine Verstärkerröhre, XX bei 300 mA Strombereich im Analoginstrument. Die Kathode ist auf Stift Nummer 9. Die Steuergitter haben alle zwei Anschlüsse, da hier teilweise ein sehr hoher Gitterstrom fließt.
Das Steuergitter Nummer 1 ist auf Stift Nummer 1 und Stift Nummer 8. Stift 1 und Stift 8. Das erste Steuergitter ist wie immer negativ. Das zweite Steuergitter ist auf Stift Nummer 3 und Stift Nummer 6. 3 und Nummer 6. Das zweite Gitter ist positiv. Gitter 3 wird auf Kathodenpotenzial gelegt. Und das ist Stift Nummer 2 und Stift Nummer 7. Stift Nummer 2 und Stift 7. Die Röhre wird jetzt im Triodenmodus getestet. Also Steuergitter 2 ist identisch mit der Anode und Steuergitter 3 ist auf Kathodenpotenzial. Und da das, wie gesagt, eine Röhre mit Anodenanschluss auf dem Kolbendom ist, setzen wir den auf die Anode auf Nummer 10. Somit wäre jetzt die Röhre korrekt beschaltet. Machen wir noch mal kurz einen Vergleich. Heizung ist auf 4, 5. Stift 1 ist 1. Also Gitter 1 ist 1 und 7. 1 und 8. Mit Brille wäre das nicht passiert. 8 stimmt. Gitter 2 ist 3 und 6. Fokus ist 3 und 6. Gitter 2 ist positiv, Gitter 1 ist negativ. Gitter 3, also die Kathodenpotenziale, sind auf Stift Nummer 2 und 7. 2 und 7 stimmt auch. Kathode ist auf 9, stimmt auch. Und Anode ist in diesem Fall 10, stimmt auch. So, kommen wir mal zu den Spannungen. Wie gesagt, die Röhre wird als Triode beschaltet. Und ich nehme als Prüfspannung 160 Volt Anodenspannung. Wo ist mein Finger? Hier. 160 Volt bei minus 30 Volt Gitterspannung. Da sollte die Röhre ungefähr 200 mA liefern. Es sind ganz 30 Volt, es sind, sagen wir mal, 27, nach 28, 29 Volt. Ich würde sagen, einigen wir uns mal auf die Mitte, sagen wir mal 28 Volt Gitterspannung, also minus 28 Volt. Ja, wie gesagt, sind die 160 Volt. Das sind die minus 28. Ich sollte liefern 200 mA. So, und die PL519 ist, wie gesagt, eine seriengeheizte Röhre mit 300 mA. So, ist alles auf 0. Der FI-Schalter bringt mich um. So, 7:04 und 17 Sekunden. Wie man es gerade gehört hat, der FI-Schalter ist wieder rausgefallen. Insofern schreit mein Neuberger jetzt zu einer Erwartung, weil keine Ahnung, wo es das Problem ist.
Ja, machen wir das Ganze mal auf und somit wird das Video jetzt ein Subvideo bekommen, nämlich zur Wartung des Neubergers. Wenn ich jetzt wie gesagt nochmal einschalte, ist Ende Gelände. Der FI im Serverraum piepst. Strom ist wieder da. Und somit hat Herr Neuberger ein Problem. Somit habe ich ein Problem. Und das Ding geht jetzt auf die Werkbank. Ja. Shit happens. Also bis gleich. So, die Stifte sind jetzt alle entfernt. Insofern kann ich jetzt die Deckplatte abschrauben und den Neuberger rausziehen. Das sind die Stifte. Das ist das Steckampermeter. Das sind die zwei Röhren, die ich jetzt eigentlich gegenüberstellen wollte. Das ist der Heißgerätestecker. Jo, dann hole ich jetzt mal einen Schraubendreher und baue das Teil aus. Meine Sportstunde ist zwar erst am Nachmittag, aber die 28 Kilo ist jetzt vom Frühstück auch kein Problem. Also, wie ich bereits im letzten Video spekuliert habe, liegt das Problem wahrscheinlich daran, dass es eine Verbindung vom Netzpotenzial zum Chassis gibt. Und der einzigste Punkt, wo eine Verbindung bestünde, wäre der Regler für die Heizspannung. Die Regelung erfolgt halt so, dass die Grobstufe der Heizspannung wird über den Transformator in die Abgriffe eingestellt und die Feinregelung erfolgt durch Regelung der Spannung mit Hilfe eines Lastwiderstandes von 100 Watt, der direkt in Reihe mit dem Transformator und der Netzspannung ist. Hier ist der Eingang der Netzspannung. Hier ist die Hauptsicherung. Und hier ist der besagte Potentiometer, also Lastwiderstand, der direkt in Reihe mit dem Transformator ist, also der Primärwicklung. Und hier sehe ich das Problem, weil das der einzigste Punkt ist, wo das Chassis und die Netzleitung einigermaßen nah beieinander sind. Ansonsten finde ich jetzt im Schaltplan keinen wirklichen Punkt, wo die beiden Elemente zusammenkommen. Das 0-Volt-Potenzial ist galvanisch komplett getrennt. Ja, insofern machen wir das Ganze jetzt mal auf. Also ich habe ja schon Platz gemacht und schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Das ist das leere Chassis des Neubergers. Das ist die Klappe, um von außen die Gleichrichterröhren, die RGN 1064, zu wechseln. Das ist der Ausbruch für den Warmgerätestecker. Und das hier ist sehr hart. Ich weiß nicht, ob das Original ist, also von Neuberger, oder ob das einer der Vorbesitzer installiert hat. Die Ausbrüche sind etwas unsauber. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht nachträglich installiert wurde. Aber das ist jetzt ein
Nebenkriegsschauplatz. Jetzt ist der Moment gekommen, vor den ich mich gefürchtet habe, nämlich dass Originalteile kaputt gehen, die nicht mehr so einfach zu ersetzen sind. Das hier ist das besagte Lastpotentiometer, das in Reihe mit dem Heiztransformator geschaltet ist. Und man sieht hier deutlich, dass ein Teil des Drahtes verschoben wurde. Eventuell sogar abgerissen. Da muss ich jetzt suchen. Und da das auf Netzpotenzial liegt, kann es natürlich sehr gut sein, dass jetzt mehr als 30 mA zum Chassis abfließt, je nachdem, wo jetzt das andere Drahtende jetzt liegt und somit der FI ausgelöst wird. Ich versuche mal das andere Ende zu finden, beziehungsweise ob es lokalisierbar ist. Mit Licht wäre das nicht passiert. Man sieht hier den Widerstandsdraht, der ist wirklich abgerissen. Hier ist er. Und der berührt das Chassis. Und somit ist klar, wieso der 30 mA Fehlstrom fließt. Jetzt muss ich irgendwie diesen Draht reparieren. Notiz an die Küche, der Fehler ist gefunden. Der Draht am Potti ist abgerissen. Man sieht hier auch, wie gesagt, die Schleifspuren. Das zweite Problem ist auch eine korrodierte Lötstelle. Ich tippe mal drauf, dass es dadurch entstanden, da dieses Potti sehr heiß wird. Das ist ausgelegt für 100 Watt Verlustleistung. Also dass die im Laufe der Jahre natürlich entsprechend gelitten hat, die Lötstelle. Und jetzt auch der Test mit der PL519, die natürlich auch einen guten Strom zieht, einen Heizstrom zieht, was natürlich auch dann das Potti entsprechend belastet. Ja, ich werde die Lötung nachlöten, eventuell auch die Öse ersetzen und dann schauen, dass ich den Drahtbruch reparieren kann. Unter Umständen verliere ich eventuell einen Millimeter vom Widerstandsdraht. Schauen wir mal. So, ich habe schweren Herzens den Trafo, den Widerstandsdraht im Potti gekürzt und neu unter der Öse eingeklemmt. Die andere Seite habe ich abgeklemmt, um jetzt das Potti nackt, wo ist man, nackt im Ohmmeter testen zu können. Und ich habe 2,87 Kilo Ohm Widerstand. Sollte haben 3 plus minus die Toleranz. Ich glaube, die alten Drahtpotis hatten, glaube ich, 10% Toleranz. Insofern wäre das akzeptabel. Prüfen wir noch die Verbindung zum Erdpotential. Da ist nichts. Und wenn ich die Erde direkt anpiekse, habe ich entsprechend einen geringen Widerstand, also somit der Erdkontakt funktioniert. Und zum Heizpotti gibt es einen Fokus. Gibt es keinen. Wie sich der
reduzierter Einstellbereich jetzt in der Praxis zeigt, wird sich jetzt herausstellen. Ich werde das Ganze nochmal zusammenmontieren und dann geht es weiter. So, zum Schluss eine Manöverkritik. Das Ganze ist wieder zusammengeschraubt. Man sieht, dass die Wicklungen am Drahtputti sich im Laufe der Zeit verschoben haben. Also hier sind wahrscheinlich die meistgewählten Einstellungen. Und wie gesagt, mein Neubagger ist 1955 gebaut. Jetzt haben wir 2023, also fast 70 Jahre. Und insofern mit 70 kann man, glaube ich, mal ein bisschen nach dem Facelift schreien. Das Problem ist halt, dass der Draht natürlich mechanisch belastet wird durch den Schleifer und somit natürlich irgendwann mal reißt, besonders wenn er thermisch auch zusätzlich noch belastet wird. Der konstantan Widerstandsdraht ist halt auch nicht unkaputtbar. Problemstellung ist, dieses Putty ist wahrscheinlich noch sehr schwer zu bekommen. Wahrscheinlich nur aus ausgeschlachteten Neubergern, die irgendwo verschrottet wurden. Da werde ich mir wohl mittelfristig Gedanken machen müssen, wo ich da ein neues Putty herbekomme. Jo, somit Ende des Sub-Videos und wir schalten um zur PL519. So, es ist 9 Uhr und 5 Minuten und 30 Sekunden. Ich habe den Neuberger wieder zurück an seinen Platz gestellt, habe die Steckkontakte wieder so konfiguriert wie vorhin, auch die Röhre wieder eingesteckt. Wir starten mit der wahrscheinlich neuen oder sehr neuwertigen PL519 von TankSram. Und wie vorhin schon gesagt, die Röhre ist eine Tatütata, ist eine seriengeheizte Röhre mit 300 mA. Die Heizspannung ist ungefähr 40 Volt, wobei die Heizspannung bei seriengeheizten Röhren in der zweiten Reihe steht. Wichtig ist der konstante Heizstrom. Und den stellen wir jetzt ein. Mal gucken, ob alles auf 0 ist. So, der Neuberger geht schon mal an. Die Heizung funktioniert. Und wie gesagt, ungefähr 40 Volt. Das heißt, ich stelle jetzt den Spannungsbereich für die Heizung auf die Grobstufe 40 Volt. Die Feinregelung mal nach links, also nach unten. Wir brauchen für das Steuergitter 1 28 Volt, haben wir gesagt. Das heißt, ich gehe jetzt hier in den 50 Volt Bereich und regle jetzt hier, sehen wir auf der 50 Volt Skala, steht rein zufällig schon fast richtig auf minus 28 Volt. Wobei, wie gesagt, im Datenblatt ist die entsprechende Linie ein bisschen unspezifisch. Das könnten auch 29 sein. Ich sage jetzt mal 29, komm. Im schlimmsten Fall schickt man die Röhre in den IOL, natürlich nicht, weil die ist ziemlich hart im Nehmen. Aber ich gebe auf 29 Volt. Steuergitter 2 brauchen wir 160 Volt, weil wir gehen hier von der 20, 40, 60, von der 160 Volt Anodenspannung. Und Gitter 2, weil die Röhre wird ja als Triode beschaltet. Insofern haben wir jetzt hier 160 Volt Gitter 2.
Ich gehe mal in den 200 Volt Bereich. Der Fokus ist halt launisch. Stelle schon wieder. Ich komme nicht tief genug. So 150 Volt Bereich. Der wahrscheinlich auch zu klein ist. Später, wenn Strom fließt, muss ich nachregeln. Dann probieren wir es mal. Wie gesagt, das 160 Volt, die 250 Volt Skala, dasselbe auch bei der Anode. Ich gehe auch mal in die 200 Volt Skala, aber das wird mehr. Skala ist 250 Volt und wir brauchen 160 Volt. Überhaupt schon am Anschlag. Gehen wir doch ganz tiefer, die 150 Volt. Das werde ich nachregeln müssen, weil ich fließt wieder 200 Milliampere Strom und das wird definitiv nicht reichen. Also Anode ist 160 Volt, Gitter 2 ist 160 Volt. Da würde ich sagen, fangen wir mal an, die Röhre zu heizen. Ampermeter brauchen wir natürlich auch. Die P-Röhren haben eine normierte Anheizzeit, die meisten jedenfalls mit 30 Sekunden. Ich schalte jetzt oben auf den Ampere-Bereich, das bin ich schon. Und regle jetzt nach, dass ich die 300 Milliampere halt Strom habe. Es dauert jetzt ein bisschen, bis die Röhre heiß genug ist. Wie gesagt, beim Neuberger kann ich die Anzeige für die Heizspannung umschalten zwischen Volt und Ampere. Und ich bin jetzt im Ampere-Bereich bei 0,4 Ampere. Wenn ich die Taste drücke, habe ich einen Bereich von 0,2 Ampere. Aber ich brauche den 300 Milliampere-Bereich und muss jetzt ein bisschen labern, bis die Röhre auf Temperatur kommt. Immer noch. Jetzt scheint sie stabil zu sein. Ja, wir haben 300 Milliampere. Ist noch ein bisschen eingefallen. So, jetzt ist er. Gut, dann machen wir weiter mit der Kurzschlussprüfung. Gut, es fließt schon mal Strom, das ist gut. Allerdings, die Spannungen sind natürlich eingebrochen. Das heißt, jetzt müssen wir die nachregeln. Wir brauchen wieder in der Anode 160 Volt. Ist natürlich zu tief. Bin jetzt im 200 Volt Bereich. Also Messbereich ist 250 Volt. Der Stellbereich am Schalter ist 200 Volt. Habe jetzt auf 160 Volt eingeregelt. Dasselbe jetzt auch beim zweiten Steuergitter. Jetzt ist es auch auf 250 Volt Skala im 150 Volt Bereich und ich konnte auf 200, 160 hochregeln.
Kabel ist ein bisschen eingebrochen. Da der Neuberger jetzt fleißig brummt, heißt es, dass Strom fließt. Weit auf 160. Und ich habe 152 mA Anodenstrom. Ist natürlich ein bisschen wenig. Ich erniedrige mal die die Gitterspannung auf die vorhin angesprochenen 27 Volt. Jetzt auch die anderen Spannungen nachregeln. E2 ist geblieben auf 160 und Anode ist ein bisschen eingebrochen. So. Und wir haben 160 mA Anodenstrom. 161. Es sollte 200 haben. Ungefähr 200, also habe ich ein bisschen zu wenig. Ich weiß natürlich nicht, ob die Röhre wirklich... Gucken wir mal, abschalten, dass es ein bisschen leiser wird. Ich weiß natürlich nicht, ob die Röhre wirklich absolut neu ist, aber sie sieht neuwertig aus. Insofern halten wir die Spannung, die Stromstärke mal fest. Bei exakt diesen Einstellungen. Ich tausche jetzt die Röhre aus gegen die sichtlich gebrauchte Röhre. Dazu noch ein Hinweis, die PL519 wird heiß, sehr heiß. Deshalb hier ein schlaues. Heiß. Uiuiui. So, schon mal die Platte liegen. Die sichtlich gebrauchte. So, alle Einstellungen bleiben gleich. Jetzt kommt wieder das Problem, den Heizstrom einzuregeln. Etwas größeren Abfall. Ich kann es nicht mehr nachregeln, das heißt, ich muss einen Spannungsbereich höher gehen, nämlich in den 80 Volt Bereich. Ich habe jetzt auf links gedreht, um die kleinste Spannung zu haben. Gehe jetzt in den 80 Volt Bereich und versuche jetzt noch mal die 0,3 Ampere Heizstrom zu erreichen. Noch ein bisschen heizen lassen. Und der Neuberger ist gut warm. Also wenn man hier neben dran steht, merkt man schon, dass das Ding also jetzt richtig warm ist. Ist kein Wunder, dass der Konstantandraht im Putti schlapp gemacht hat. So,
So, ich sag mal, die Röhre hat sich stabilisiert auf 300 mA. Gehen wir mal. Okay, kontrollieren wir mal die Spannungen. G2 ist jetzt ein bisschen zu hoch. Anode ist auch zu hoch. Das 160 haben wir gesagt. 160, das sind die minus 27 und die Röhre leistet 72 mA. Das ist schon mal sichtlich weniger als die neuwertige Röhre. Und dann jetzt Spannung nochmal kontrollieren. Heizstrom ist bei 300 mA und die Spannung ist bei ungefähr 44 Volt. Ich habe ein bisschen umgeschaltet auf den Voltbereich. Die Skala ist 80 Volt, also die 8 mal 10. Das entspricht ungefähr 44 Volt. Und der Strom, wie gesagt, ist konstant bei 0,3. Und noch als wie immer die Röhre bei Nacht. Ich schaffe leider keinen Fokus. Ein bisschen Hilfslicht. Also man sieht schon die relativ dicke Kathode. Gut, in diesem Sinne, verabschiede ich mich. Das heutige Video war ein bisschen improvisiert, beziehungsweise mit einem kleinen, einer kleinen Reparatureinlage. Und insofern danke fürs Interesse und bis bald.